Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zur heutigen Frage, die immer häufiger an mich geschrieben wird, die ich jetzt mal versuche in diesem Video zu verarbeiten, in der Hoffnung, dass dann die E-Mails ein bisschen weniger werden. Und zwar schreiben mir immer mehr Leute, kann ich meine Poolpumpe mit PV betreiben? Es ist eine berechtigte Frage, weil das sind relativ hohe Kosten. Und ich habe jetzt mal ein Rechenbeispiel vorbereitet und ihr könnt dieses Rechenbeispiel denn im Prinzip eigentlich auf so ziemlich alles mit anwenden, erweitern, sage ich jetzt mal, ja, mal 2, mal 3, mal 4, mal 5, wir schreiben das dann irgendwo damit hin. Das Problem an dieser Stelle ist der Verbrauch, den ihr realisieren wollt, und zwar wann, die Regelmäßigkeit und die Wetterbedingungen. Lasst uns mal einsteigen mit dem Rechenbeispiel und danach bringe ich euch erst meine Überlegungen, okay? Ganz vorweg die obligatorische Bitte, wer das wertvoll findet, schaut es euch ein Stück weit an. Wenn es sagt wertvoller Content, das nächste Video eventuell auch, dann wäre das toll, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich werde niemals an ein Ketzen-Video oder an ein Schmink-Video oder an ein keine Ahnung was Video rankommen. Aber es zeigt dann eben die Wertschätzung, wenn es dann eigentlich doch gut war, mit dem Daumen hoch oder mit dem Abo. Das bringt tatsächlich den kleinen bisschen was und es motiviert auch für den Tag. Herzlichen Dank dafür. Also, pass auf, wir machen jetzt mal ein Rechenbeispiel für eine 400 Watt Pumpe. Das sind wohl Sandpumpen. Also ich kriege diese Werte nur in den E-Mails mitgeteilt. Ich habe selber keinen Pool. Schon gar kein Pool mit einer Sandpumpe. Also ich stelle mir das so vor, da gibt es eine Pumpe, die pumpt das Wasser hoch auf Sand und der filtert das. Vielleicht, denke ich, keine Ahnung. So, und die sollen so um die 400 Watt haben. Das kam jetzt schon mehrmals, das heißt, der Wert scheint nicht aus der Luft gegriffen zu sein, weil das eben in mehreren E-Mails jetzt schon gekommen ist. Okay, so jetzt ist die Frage, läuft das Ding immer oder läuft das nur sporadisch? Und wir gehen jetzt mal davon aus, von 6-mal am Tag für eine Stunde, das heißt, wir haben 12 Stunden, und dann läuft das Ding immer eine Stunde und dann nicht und dann wieder eine Stunde und dann nicht oder irgendwie sucht euch was aus. Ihr könnt das dann ja umrechnen. Okay, also das Ding verbraucht 400 Watt und soll 6-mal am Tag für eine Stunde laufen. Wenn das Ding eine Stunde läuft, dann sind das wird aus 400 Watt 400 Watt Stunden. Das ist wie ein Tanklimit, wie so ein Tankvolumen. Ja, also wenn ihr jetzt ihr fahrt 100 km/h und ihr braucht 6 Liter auf 100 km. Jetzt gehen wir auf den Tankinhalt. Die Wattstunden sind der Tankinhalt, nicht die momentane Geschwindigkeit. Die 400 Watt sind die momentane Geschwindigkeit. Wattstunden ist der Tankinhalt oder der Speicherinhalt oder der Gesamtverbrauch, was raus ist aus dem Speicher oder aus der PV. So, 400 Wattstunden, gut. Jetzt müssen wir das Ganze mal 6 rechnen, weil das soll ja 6 Mal am Tag laufen. Dann sind das 2400 Wattstunden. Das ist jetzt schon nicht so ohne. Und zwar sind 2400 Wattstunden im Prinzip mein großer Lithium-Eisenphosphat-Akku, den ich von Ampere-Time habe. Und das ist schon nicht mehr so wenig. Wir wollen das Ding aber zum Glück nur tagsüber laufen lassen. Das hat nämlich jetzt gewisse Gründe, da möchte ich euch jetzt mal so ein bisschen auseinanderdröseln. 2400 Wattstunden ist ein voller Lithium-Eisenphosphat-Akku oder wir können das ganze Ding natürlich auch mit Blei aufbauen. Ja, dann nehmen wir zum Beispiel LKW-Batterien. Was brauchen wir denn dann? Ja, dann nehmen wir 2400 Wattstunden. Das Ganze rechnen wir durch 12 Volt. Dann kommen wir auf 200 Ampere-Stunden. 200 Ampere-Stunden, das kennen die meisten jetzt schon wieder. Die klassische 100 Ampere-Stunden-Batterie, das ist so die große, dicke Mercedes-Auto-Batterie. Ja, und zwei Stück davon sind 200 Ampere-Stunden. Jetzt dürfen wir solche Batterien aber nur zur Hälfte entladen. Das heißt, die 200 Ampere-Stunden ist wirklich das effektive Entladen. Das heißt, mindestens brauchen wir jetzt 400 Wattstunden. Das heißt, wir brauchen, um das an einem Tag 6-mal zu betreiben mit 400 Watt, brauchen wir 4 große 100 Ampere-Stunden Batterien oder halt zwei 200 Ampere-Stunden Batterien, das sind dann schon so LKW-Oschis, dann sind die aber leer. Und das ist jetzt wichtig, denn so eine Bleibatterie hält nur so 600 Zyklen, eine Gelbatterie hält dann schon so 800 Zyklen bis 1000 und so eine AGM-Batterie hält dann halt 1000 bis 1200, je nachdem nach Hersteller. Also
das ist dann auch bei Zeiten tot, das Zeug. Aus dem Grund soll das Ding nur tagsüber laufen. Denn jetzt kommt der Gedankengang. Also, nehmen wir an, ihr habt diese vier Batterien, was ich euch empfehlen würde. Dann könnten wir im Idealfall ein System bauen mit, sagen wir mal, 600 Watt Peak, also 600 Watt Photovoltaik. Und wenn die Sonne komplett drauf scheint, dann würden im Prinzip 400 Watt von der Pumpe verbraucht, die von der Photovoltaik sofort zur Verfügung gestellt werden, und weitere 200 Watt würden sogar noch in den Speicher hineinfließen. Dann schaltet sich das System ja ab und die 600 Watt würden in die Batterien fließen. Das heißt, wir hätten die Batterien sogar voll. Das System würde mehr oder weniger in den Leerlauf schalten, bis dann die Pumpe irgendwann wieder angeht. Perfekter Zustand. Ja, nur leider ist natürlich nicht immer der Winkel zur Sonne perfekt. Das heißt, sagen wir mal, ihr richtet eure Anlage nach Süden aus, die Sonne kommt von Osten, dann habt ihr nämlich die 600 Watt nicht, dann habt ihr vielleicht nur 200 oder 300 Watt, deswegen wäre die PV in dem Fall größer, damit man einfach diese 400 Watt möglichst oft realisieren kann. Das ist das eine. Das nächste ist, jetzt ist halt leider dummerweise nicht immer Sonne. Wenn man jetzt gute Panels hat, dann liefern die auch bei Regen einen gewissen Ertrag oder bei Nebel. Man rechnet hier, oder ich rechne da, hat sich rausgestellt, so mit 5-10%. Und wenn wir eine 600 Watt Anlage haben, die 10% im Nebel oder im Regen generiert an schlechten Tagen, dann sind das 60 Watt. Das ist jetzt wirklich nicht viel, schont aber unseren Batteriespeicher. Und das ist jetzt wichtig, das müsst ihr euch jetzt überlegen, und das ist tatsächlich der Knackpunkt, den ich mit jedem, mit dem ich bis jetzt geschrieben habe, das war bis jetzt immer der Knackpunkt. Muss das Ding nämlich, also soll das Zeituhr gesteuert, also mit so einer Einschaltuhr laufen und auch dann laufen, wenn Regen ist, also sagen wir mal von Frühling bis Herbst, Winter könnt ihr sowieso vergessen, und immer durchlaufen, auch wenn die Sonne nicht scheint. Denn dann haben wir nämlich ein Problem, denn dann kann die Photovoltaik das nämlich nicht liefern, dann braucht ihr diesen Speicher dringend und dann müsste theoretisch die PV sogar noch größer sein als 600 Watt, weil wir ja natürlich am zweiten Tag dann Gefahr laufen, dass der Speicher komplett leer ist. Dieser Speicher, den wir vorhin gerechnet haben, ist ja wirklich nur für einen einzigen Tag. Wenn jetzt nur so 10% von der Sonne kommen, dann erhöht sich das auf 1,2 oder 1,3 Tage, keine Frage. Aber am nächsten Tag wird es dann trotzdem duster. Das ist nämlich das Thema. Das ist nämlich das Thema, was viele, viele Leute immer so ein bisschen verschätzen. Ich habe einen Verbraucher mit 400 Watt, also baue ich mir 400 Watt PV. Wenn das Ding immer perfekt in die Sonne ausgerichtet wäre, dann vielleicht. Aber sonst nicht. Und das ist genau das Problem. Das heißt, hier an der Stelle bin ich mit mir selber im Zwiespalt. Es könnte bei euch je nachdem mit den 600 Watt Peak reichen. Eher 800, dann hat man nämlich diese 80 Watt bei Regen. Ist schon mal besser wie 60 Watt. Bleiben schon nur noch 320 Watt, die der Batteriespeicher nämlich dann liefern müsste. Danach hat das System eine Stunde Ruhe. Die 80 Watt für eine Stunde fließen wieder dann rein. Das heißt, der Speicher wird über den ganzen Tag nicht komplett so belastet. Wenn dann natürlich mal für eine halbe Stunde die Sonne wirklich scheinen würde und die vollen 800 Watt wieder in die Batterien reinkloppen, dann wäre es natürlich auch nicht schlecht. Aber es gibt eben solche Tage, wo 2-3 Mal Regen ist. Das heißt, da an dieser Stelle, ja, vielleicht sollte man auch 6 Batterien hinstellen. Muss man ausprobieren. Denn es ist natürlich schade, wenn man die Batterien wirklich komplett tot zieht und dann sind sie hin. Dann war das wirklich ein teurer Spaß. Ja? Mir ist aber bewusst, dass das wirklich, wirklich Kosten senken kann. Also 400 Watt, die immer wieder permanent laufen, das ist wie Campingwasserkocher. Wasserkocher ist ein blödes Beispiel, weil die meistens noch mehr brauchen. Aber ihr wisst schon was, diese Verbraucher, die wirklich permanent laufen, das ist das, was am Ende dann richtig wehtut. Aber ihr versteht jetzt auch, warum ich der Meinung bin, dass das Ding definitiv nur tagsüber laufen kann. Definitiv. Nicht nachts. Und eventuell auch nicht an Regentagen. Je nachdem, ob das notwendig ist. So, jetzt aber noch eine andere Geschichte. Jetzt haben wir mit einem 400 Watt System gerechnet. Ihr könnt das Ganze natürlich jetzt mit 800, 1200, 1600 und 2000 Watt jetzt einfach mal selber nachrechnen. Ihr rechnet dann einfach mal 2, mal 3, mal 4, mal 5. Was ihr dann theoretisch an PV brauchen würdet,
was ihr dann theoretisch an Speicher brauchen würdet. Und jetzt aufpassen, ganz wichtig. Ihr könnt jetzt nicht sagen, mach doch nichts, baue ich mir 1500 Watt PV hin und nehme trotzdem nur 2 Autobatterien oder 4. Denn die Autobatterien können nur mit einer gewissen Ladung geladen werden. Das heißt, der Speicher muss auch zur PV passen. Man kann nämlich so eine Batterie auch überladen. Sagen wir mal, die Batterie 12 Volt und bei 14,5 ist die voll, dann ist das aus. Und jetzt ist die Batterie aber bei 12 Volt und das System weiß, hey, da ist gerade richtig Kapazität. Dann darf die Batterie eben nur mit, sagen wir mal, 20 Ampere geladen werden. Und eben nicht mit 30 oder 40 Ampere, die so ein großes System dann aber definitiv da reinschießen würde. Das heißt, der Speicher muss immer auch zur PV passen. Einfaches Beispiel. Ihr habt ein Auto, das hat einen roten Drehzahlbereich. Den kann man mal benutzen. Natürlich kann man den benutzen. Aber den kann man eben nicht immer benutzen. Und vor allen Dingen nicht bewusst. Denn dann schießt ihr euer System tot. Poolpumpe. Ist es machbar? Es ist machbar. Es ist aber definitiv sehr gut durchzurechnen. Und erst dann, wenn ihr es durchgerechnet habt, dann könnt ihr das natürlich mal ausprobieren. Solltet ihr an den Punkt kommen, dass ihr sagt, ich könnte das System sogar an Regentagen abschalten, dann wird die Nutzung natürlich immer, immer wahrscheinlicher. Und dann wird natürlich das Ding für euch am Ende richtig günstig. Letzter Hinweis, wenn die Saison dann vorbei ist und ihr entscheidet euch, wurscht, ob ihr euch für einen Lithium-Ionen-Speicher oder für einen Bleispeicher entscheidet. Ich packe euch übrigens ein paar Links dazu für diesen Komponenten mal unten in die Videobeschreibung. Dann müsst ihr diesen Speicher natürlich winterfest machen. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass ihr den in die Wohnung schleppen müsst, aber der sollte in einer Box drin sein, mit Styropor isoliert, schon, dass man da noch ein bisschen atmen kann, falls das eventuell gast, falls es ein Bleispeicher ist. Aber er sollte auf jeden Fall gut isoliert sein, die Solaranlage kann weiterlaufen und wenn im Winter die Batterien dann geladen werden, entsteht sowieso ein ganz kleines bisschen Wärme und dann ist dieses System eben gegen Frost geschützt. Nicht, dass ihr die nächste Saison dann anfangt, Laderegler okay, Solarpanels okay, Batterien tot. Das war natürlich richtig mies. Plant euch sowas, dann kann das definitiv eure Kosten senken. Und wenn ihr daraus gerechnet habt, dass das ein Nullsummenspiel ist für die nächsten 5 Jahre, dann bedenkt, was zurzeit mit den Rohstoffpreisen los ist und wie die auf und nieder gehen und wie wir uns das alle nicht haben vorstellen können. Genau für solche Sachen macht man das. Wenn man das Geld übrig hat, kann man so ein Projekt starten, denn wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.